Was haben wir hier denn so? Wir haben hier ganz viele Dingsies. Oh, ich möchte aber jetzt erstmal hier runter. Oh, das sieht auch gar nicht mal so falsch aus hier. Und zwar ein bisschen zickzack schwimmen, um die Dingsies einzusammeln. Yay! Dingsies FTW. Und dann haben wir hier Versuchenschiff. Was ist das denn? Achso, Hintergrund. Yay, Hintergrund! Aber sieht so aus. Warum schwimmt hier ein Auto? Was zur Hölle? Egal. Oh, eine Tür. Hallo, eine Tür. Die unter Wasser voll Sinn macht. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir hier raus. Sind wir jetzt schon hinter den Typen oder? Egal. Au, au! Spacko. Okay, hier sollen wir Walljumps machen. Also machen wir Walljumps. Und ein Backflip und ein Weitjump und ein Hochjump und ein an der Wand stehen. Was auch immer. Und dann hier und dann links und dann rechts und dann hast du nicht gesehen. Das ist eigentlich. Hier ist nichts weiter. Okay. Wow, Spinne. Wow. Wow, das war stylisch. Aber voll nutzlos. Jetzt kommt schon. Spinne. So, jetzt Sprungkraft. Dankeschön. So, wir springen. Links und wir springen rechts und wir springen nochmal links und dann springen wir weiter rechts und dann wieder runter, weil es Spaß macht. Ja, ich und Tastatursteuerung. Und wir haben 11 bekommen, weil wir ja 100 Dingsies eingesammelt haben. Yay! Wuhu, und wir können in so einem Kreis drehen. Yay, awesome. Nee, das. Also drehen wir um und dann können wir weiter rennen und dann hier Walljumps machen. Hat Videogames 101. When one encounters a weak point, you must attack it for massive damage. Okay. You may attempt to a quick jab. Okay. Ich kann nicht A drücken. Verdammt. Dann brauche ich wohl die Epic Weapon. Haben wir denn die Epic Weapon? Ein Bleistift! Da 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 da! Oh je! Yeah. Und jetzt können wir. Oh geil! Okay, wir haben einen epischen Bleistift. Und damit können wir jetzt dieses Ding hier aufhauen. Dieses Ding hier aufhauen. Dieses Ding hier aufhauen. Jetzt geh auf! Oh. Yay! Aufgemacht! So, die Dinger können wir jetzt wahrscheinlich nur besiegen, indem wir. Ja, genau. Indem wir auf die Drauf hauen. Was? Wir können auch unsere Attacken variieren, so wie es scheint. Ja. Und die brauchen mehrere Hits. Yay! Mehrere Hits! Vollstone in der Höhe. Komm, ja. Spring! Bam! So, zack. Skizzt. Hör auf zu grinden! Mann! Wuhu! Überjump! Was ist das denn für eine Tür da oben? Und was ist das überhaupt für ein Krebs da oben? Und was ist das für ein... was auch immer? Egal! Wir springen erstmal weiter. Um diesen... you fail! You fail! Oh Gott! Okay. Du Drangspinne! Oh! Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Down. Down. Schubst du mal? Hallo? Ich steche dich mit einem Bleistift. Das müsste eigentlich ein Instant Kill Move sein. Aber egal. Wir springen jetzt erstmal. Wir springen jetzt. Mann, wir springen jetzt erstmal hier rauf. Dankeschön. Mann, um durch diese Tür zu gehen. Und hinter dieser Tür befindet sich mehr. Okay. Also schwimmen wir jetzt erstmal voll logisch erstmal nach unten. Wo noch mehr Autos auf uns lauern. Oh yeah. Und eine Gitarre. Gitarre. Moment. Ist das nicht der Eingang, den wir vorhin hatten? Ja. Das wird der sein. Also schwimmen wir nach oben. Yay. Aber wie viele Schiffe sind hier denn bitte untergegangen?
Und vor allen Dingen, warum ist dieses Schiff da vor dem da oben untergegangen? Das muss mir auch mal jemand erklären. Egal. Wir schwimmen jetzt erstmal wieder hier raus. Und benutzen unsere Arme gar nicht beim nach oben schwimmen, weil unsere Hosen epische Schwimmmächte haben oder so. Was weiß ich denn. So, jetzt kommen wir erstmal an diesen Typen da vorbei. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Wir werden sehen. So, ja, Gold, ja, ja. Au, au, spastisch. Was? Ja, genau. Stich, 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 stich. Huah, Finisher. Okay, wir können weiter. Yay! Und wir gehen hier rein. Und hier rein befindet sich zwei Schlösser. Die knacken wir doch mal. Die geht nicht auf. Okay, warum auch immer da jetzt statt Captain's Princess Quarter steht, aber wir werden sehen. Schlitz, 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 Schlitz. Und bam und zack und hast du nicht gesehen. Und Kick und über und Kill und hast du nicht gesehen. So, wir haben hier. Ah, wir haben jetzt anscheinend hier drei verschiedene Türen, hinter denen sich Schlüssel für die Schlösser befinden. Also müssen wir die einfach mal durchgehen. So. Oh, guck mal. Der Papagei hat ein Schwert. Und denkt, er kann damit voll aufmucken und so und so. Ach, wir sollen hier einfach nur die Gegner besiegen. Okay. Bam. Und down. So, jetzt müssen wir noch den. Hallo, du müsstest eigentlich tot sein. Stimmt. Ja, danke. So, wie kommen wir jetzt hier oben hin? Überjump! Wow. Nee, das bringt nichts. Komm schon. Ich hau dich weg. Jawohl, ich hab dich weggehauen. So, und wir halten einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Mann! Einen Schlüssel will ich haben. Dankeschön. Mann. Und jetzt haben wir. Ah, wir sehen oben rechts drei Schlüssel und drei Scherben. Ich weiß es nicht genau. Wir werden sehen. Also, das rote Schloss haben wir schon mal geknackt. Jetzt brauchen wir noch die anderen beiden Schlösser. Ich denke mal, die werden irgendwo hier hinten auf uns lauern. Spring, Junge! So. Und noch einmal. Yay. Rüberfahren. Und nochmal rüberfahren. Und hier hoch springen. Springen und springen. Ach, die Dingsies sind auch noch Energie. Gut zu wissen. Das habe ich bis jetzt nicht mehr. Ach, hier haben wir die erste Scherbe. Bin ich mal gespannt. Ey, du da! Huah! Der will voll das Duell gegen mich machen. Und jetzt kommt auch ein Ninja dazu. Wie soll ich gegen einen Piraten und einen Ninja und eine Spinne ankommen? Schlitz. Yo, ich habe ihn entwappnet. Geil. Kann ich jetzt das Schwert statt dem Bleistift nehmen? Nein. Schade. Aber jetzt kommen erstmal noch mehr Ninjas. Also hau ich Ninjas. Schlitz, 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 Schlitz. Und bam, Falken kickt. Und zack, reingerutscht und gestunt und zack, 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 zack. Zack, weggefinished. Komm, und jetzt nur noch du, kleiner Ninja. Du hast gegen meinen Bleistift keine Chance. Und das war ein Epic. Woo! Und wir erhalten eine Scherbe. Yay! Wir können hier raus. Also gehen wir raus. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal nach mehr Challenges für Schlüssel um. Also, ah, noch eine weitere Scherbe. Okay, gehen wir jetzt mal rein für die Scherbe. Ey, Dude, was geht da? Ja, komm, komm, ja, ihr wollt einfach nur eine Disco-Kugel, die funktioniert. Ach so, die wollen, ah, okay. Das sind also Scherben von einer, ja, komm, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Das sind also Scherben von einer Disco-Kugel. Mal gucken, was er später für einen Effekt hat. Und da unten habe ich doch wieder was gesehen. Was haben wir denn da? Ich glaube, es ist ein neuer Schlüssel, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Au! Ha! Ha! Huah. So, was ist denn in der Flasche drin? Was ist in der Flasche drin? Jetzt ist die Captain, yay! Super!
Ich bin dann gespannt, wer der Boss hier sein wird. Aber egal. Wir werden mal gucken, dass wir die anderen Schlüssel holen. Und vielleicht sogar die anderen Scherben. Hier haben wir ein weiteres Schloss. Also gehen wir ins Schloss. Geh da hoch, bitte. Also, warum willst du jetzt nicht mal langlaufen? An allen anderen Wänden bist du auch hochgelaufen. Naja. So, hier haben wir erstmal einen Piraten. Können wir doch bestimmt so stylisch entwappnen wie den anderen. Nee, haben wir nicht. Also pieksen wir erstmal die Spinne zu Tode. Zack, zack, yo, yo, yo. Das war ein Instant-Kill, oder? Was macht der denn da? Kick! Au, ein verrückt gewordenes Huhn läuft auf mich zu. Nein! Komm, komm, komm. Und down. Und Pirat. Ha, von hinten überraschen. Oh, er hat damit gerechnet. Verdammt. Also einfach auf ihn einprügeln, dass er umfällt. Verdammt. Oder bist du hier umfallen? Mann, jetzt. Ich hab dieses Schwert einfach mal bis an die Decke gehauen. So, ich brauche ein paar Dingsies. Und was war das? Moment, das möchte ich jetzt rausgehen, wie ich das gemacht habe. Egal, werden wir noch rausbekommen. Ganz bestimmt. Also erstmal weiter. So. Also rennen wir hier runter. Und hier scheint schon der Grüne zu sein. Das müssen wir aber erstmal hier auffinden. Und wie wir das machen werden, sehen wir gleich, weil hier jetzt erstmal irgendwas anderes kommt. Etwas Violettes. Hier springen wir rauf und sehen, dass da oben mehr Violettes ist. Okay, wo führt mich das denn hin? Hallo? Ich möchte irgendwo hin, bitte. Wahrscheinlich zu einer weiteren Disco. Ah, sagst du. Mehr Disco-Kugel. So, 10 Banditen sind noch da. Oder wie das jetzt im Gegner? Können wir hier durch? Achso, das ist offen. Gut. Okay, hier haben wir Ninjas. Also haben wir jetzt Ninjas. Oh yeah. Bam. Ich finde schade, dass man die Waffen der Gegner nicht aufheben kann, aber wahrscheinlich ist unser Bleistift einfach so mächtig, dass keine Waffe dagegen ankommt. Wow, was war das denn? Okay, also man hat... Da ist es doch schon wieder. Warum? Hä? Also man hat schon irgendwie Variationsmöglichkeiten in seinen Attacken, aber die rauszukriegen ist irgendwie schwierig. So, jetzt haben wir zwei erstmal wieder weg. Punish, so, jetzt du weg, du weg. Und ihr seid kein Problem. Ihr Ninjas, oh verdammt, außer ihr macht so einen Scheiß. Okay, also wenn man rennt, nach oben drückt und angriff, dann macht er das hier. Oder nicht. Macht er... Das hier! Also holt so mächtig aus. Drückt man nicht nach oben, macht er so einen weiten. Okay. Macht man Angriff in der Luft, dann macht er so einen Dreher. Man muss dafür aber auch loslassen. Und an dem Boden macht er einfach nur so eine Combo. Also wenn ich mal ganz... Ja, ich sollte nicht das machen, wenn ich mit einem Kampf bin. Das ist ein bisschen ungünstig. Komm, jetzt hau ich dich! Ich hau! Alter! Mann! Mm. So, weg bist du. Achso, wo ist überhaupt? Da ist die Scherbe, gut. Alter! Nicht wegkicken, aufnehmen. Das Ding muss ruhig liegen, damit ich es aufnehmen kann. Das ist auch ein bisschen komisch, aber okay. So, wir gehen raus! Juhu, wir sind draußen. Und können jetzt erstmal zurückrennen, weil da die restlichen Schlüssel und Disco-Scherben sind. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir wieder eine Challenge. Wow. Zack, 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 zack. Die scheint diesmal etwas länger zu sein. Und ein bisschen verwirrender. Ja, toll. Jetzt haben wir irgendwas verpasst oder so. Oder zeitlich eingehalten. What weiß ich. Wir wollen jetzt erstmal zum blauen Abschnitt, weil da das letzte Schloss auf uns lauert. Aber dann will ich auf jeden Fall noch den letzten... die letzte Disco-Scherbe holen. Weil ich wissen will, was es da gibt. Wahrscheinlich so eine Überwaffe oder einfach nur eine lustige Cutscene. Dafür lohnt es sich ja auch schon. Komm und... Ah, verdammt! Okay, also das macht keinen Sinn. Okay. Huah, okay, das war sinnlos. Bam! Weg.